Was? Da hat so ein Vogel gezwitschert. Bogen, Goblin, Schamane. Mal gucken. Kann er meine Pfeile ab? Oh ja, kann er ab. Der ist schnell um. Aber wenn der einmal abfeuert, dann, dann habe ich ungefähr 3/4 meiner Energie verloren. Und guck. Da sind sie wieder. Ja, die sind wie so ein Snack irgendwie. Ich darf meinen Mund nicht zu voll nehmen. So, erstmal grillen gehen. Habt ihr denn schon gegrillt in diesem Sommer? Ich denke mal ja. No? Wow. Voll die Grotte. So. Was sehe ich denn da? Oh. Seit wann gibt es denn Diamanten? So, ich entdecke was von hier aus. Und zwar ist wieder so ein Plateau. Ja, nee. Das muss ich nochmal sagen für die Zuschauer. Da oben ist er. Ja, also mal gucken, habe ich die Reichweite. Da ist Ansgar, mit dem ich ursprünglich hergekommen bin. Und er mir den geheimen Zugang zu diesem Belia-Tempel gezeigt hat. Da musst du tatsächlich da als Blutfliege runter und dann kommst du von da sozusagen hier oben rein. Da wäre ich beinahe runtergekrackelt. Shit. So, bin ich jetzt in der richtigen Schlucht, Leute? Kann das sein? Shit. Ah ja, okay. So, die Oger ein bisschen vorgaren, damit es hinterher richtig röstfrisch wird. Das Schiff sieht nicht gesund aus. Das ist bestimmt keins von irgendwelchen Menschen. Das wird bestimmt eins von Orks sein. Ork-Pirat. Ah, die Piraten sind also Orks. Auch gut. Dann haben sie mich eben schon gesichtet. Ach, da sind sie. Okay. Wen haben wir denn da? Freut mich, dass du streamst. Ich hoffe bloß, ich kann die Streams dann immer nochmal verfolgen auf dem Odyssey-Kanal, wenn ich mal mit den Folgen soweit bin. Aber hallo, ja natürlich. Also auf jeden Fall, du bist ja noch einer, der auf meinem alten YouTube-Kanal guckt. Und das geht dann natürlich auch nahtlos über in den Odyssey-Kanal. Und die Streams, auch wie den letzten Stream, da habe ich so Filetstücke gemacht, immer so halbe Stunde und die sind dann auch auf dem Odyssey-Kanal. Kann das sein, dass ich zu viel von dem Zeug habe und der das alles nicht annimmt? Hm. Kann ich aber später noch machen. Denn ich glaube, das müssen wir jetzt ein bisschen komplizierter machen, indem ich einen Teil der Felle irgendwie weglege oder in Truhen verbarrikadiere, damit ich auf eine richtige Anzahl komme, damit dieser Verkauf stattfinden kann. Ist das so richtig? Tschüss, Gunnar. Ne, also das kann ich ja immer noch nachholen. Da kann ich ja, da kommt er wieder. Hallo, Gunnar. Grüß dich. Kann ich ja später nochmal wiederholen. So, Gunnar. So, ja. Ja, und tschüss, Gunnar. Massensterben heißt das auch noch, okay. Ja, und was passiert? Die schießen mich ab. Seht ihr, ne? Ist er weiter weg? Ach, da. Ja, da ist er. Na, du Heinz, stehst immer noch da an der Klippe? Das schwarze Kastell. Aha. Balhanschar Castellorum in Red Orcus Insulam Sinister et Finisterie Rex Mani Magnum Infernum Magnum. Das klingt lateinisch.
Ich hatte kein Latein, weder das Große noch das Kleine. Alter, die Brücke ist marode. Sag mal, wer war denn der Architekt hier? Die hält doch gar nicht. Statisch gesehen ist das ein Unding. Hä? Jetzt wird's aber echt fantasymäßig. Gothic war doch das Spiel mit Tanzwut, oder? Nein, das war mit In Extremo. Gothic 1, richtig. Und In Extremo mit dem Lied Hermanelli, da 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 da. Oh, da kommt noch ein Flammenhund an. Genau, das war das. Red Wine Unicorns. Der ist übelst der Flammenhund. Und ich sehe auch nicht gerade aus wie gesund. Wir haben nämlich einen Schlafsack dabei. Und zwar einen Schlafsack aus Ziegenfell. Den breite ich aus. Rücke mir zurecht. Und hoffe, dass mich der Baum so einigermaßen gut vom Regen schützt, kann mich ausruhen und kann wieder Nickerchen machen von 2 Stunden, 4 Stunden schlafen oder bis zum nächsten Morgen ausruhen, dass ich, was ich ganz gerne machen möchte, ist jetzt hier auch eingetroffen. Ich nehme ihn wieder auf. Wir erfreuen uns der strahlenden Sonne und haben eine bessere Sicht auf Kronstöckel. Eines der wichtigsten Kräuter überhaupt. Und schlaf mal eine Runde. Ich glaube, er braucht jetzt hier ein bisschen. Unter Artefakte war der. Also hier. Jetzt ist der Schlafsack weg, wa? Hoffentlich liegt er da unten nachher. Lachen gibt's. Nach dem Motto so. Ich habe keinen Blutfliegenspruch mehr da, aber dafür springe ich doch gerne in die Tiefe und breche mir alle Knochen. So. Na, wo bist du, Blutfliege? Haben wir denn eigentlich noch genug da? Das sieht aus wie so ein Karnickel, der Teil. Da ist es. Hier. Wie so ein Playboy-Häschen, oder? Da kommt man doch nie auf die Idee, dass das eine Blutfliege ist, wa? Ich bin mir sicher, ich mache das besser mit meinem. Wo ist er denn? Da. So. Wie kann ich nur so bekloppt sein, Leute? Ja! Und jetzt habe ich natürlich wieder keinen. Ja, jetzt bin ich mal aus Versehen unten gelandet. Dann können wir uns auf jeden Fall schon mal einen Überblick hier verschaffen von diesen riesigen Hallen des westlichen Belia-Tempels. Eisblock? Eisblock? Ach, weißt du was? Ich probiere erst mal. Probieren geht über Studieren. So far, so deep. Ja. Was ist denn jetzt? Wo kommt denn der Heinz jetzt her? Wer ist denn das? Das mache ich einfach, weil es mir Spaß macht. Wo sind die denn jetzt hier, die anderen? Ich sollte mal wieder scouten. Und zwar weiter oben. Ach so. Oh. So, runter. Was denn hier los? Sackgasse. Mist. Neue Wege sind immer gefährlich. Schaffe ich denn das mit dem Akrobat? Das werden wir gleich sehen. Ah, mehr macht er nicht. Achtung, fertig. Smooth. So, dann machen wir das nämlich so. Nein! Ich sehe nichts. Wo ist die Truhe?
Wo ist die Truhe? Hier ist die Truhe. Wunderbar. So, jetzt. Und, nee, oh, ist das hier wieder? Hier ist noch ein Extrakt. Weg da, weg da, weg. Oh, ich habe beide erwischt. Ich habe beide erwischt. Oh, ich habe die den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Was passiert denn jetzt? Mit wem kloppen die sich jetzt? Was ist denn hier los? Ja, hier war ich ja auch schon mal. Genau, hier gibt es so ein Rondell. Na, reibst du dich da an der Balustrade rum? Aua! Aua! Wo willst du denn jetzt hin? Am besten, ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg. Dass ich entscheiden kann, der wird wahrscheinlich hier reinlaufen. Genau. Dann probieren wir mal die Muskete aus, liebe Freunde, ne? Wow! Unterwelt-Crawler. Schön. Macht Spaß. Ein paar Seifenblasen machen. Kann ja ein paar Seifenblasen blasen. Seifenblasen blasen. Gucken wir mal. Gucken, vielleicht schweben die so richtig lustig ins Bild. Weiß ich jetzt nicht. Achtung. Ja, da kommen sie. Pitsch, pitsch, pitsch. Magie-Seifenblasen. Auch schön. Naja, gut. Wenn ihr das so haben wollt. Oh, dieser Kurfürst. Nee, nee, kein Kurfürst. Knochenfürst. Den kann ich nicht erledigen. Okay, dann bleibt mir nur eins. So, die große Vorhalle, da ist ein. Ach, da sitzt doch ein Heini. Okay, wenn ich jetzt wüsste, was das für einer ist. Ein Knochenfürst Skeletor. Hä? Skeletor? Sind wir hier bei He-Man? He-Man? Skeletor? Wo ist denn jetzt bitte da schön der Vergleich zu ziehen? Knochenfürst Skeletor. Shit. Was ist denn hier los? Schon wieder so ein Kram. Moment mal. Wie sieht er denn aus? Er sieht ja aus wie Gerald von Sylden. Guck mich nochmal an. Ne? Fehlt nur die Schramme von The Witcher. Das ist er doch. Jedenfalls sieht er ihm sehr, sehr ähnlich. Okay.